Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge, Folge 22 bzw. 23 Chain Simbird 4 der Danny Speeders. Wir werden heute ein richtig großes bzw. ein verrücktes Experiment durchführen. Ich hoffe, es klappt, so wie ich das vorhabe. Müssen auf jeden Fall in diese Richtung. Das heißt, wir sind eigentlich gar nicht so verkehrt. Wird so laufen. Ich will eben gucken. Ach, mein Gott. Ja, wir sind richtig. Denke schon. Gut. Wunderbar. Dann machen wir nämlich Folgendes. Und zwar werden wir Züge spawnen. Und zwar nehmen wir den, mit der geht es am besten. Der BR-046, auch können wir eigentlich auch beladen nehmen. Das spielt an sich keine Rolle. Stellen wir den mal hier hin. Den hier hin. Den gleichen Zug nochmal. Stellen wir ihn genau daneben. Wunderbar. Dann steigen wir in diese Lok ein. Setzen uns auf unseren Poppes. Machen erstmal den Zug an sich. Aufrüsten. So. Dann AFB ganz wichtig. AFB ist ganz, ganz wichtig. AFB, So. AFB, AFB. Dann ist das ganz wichtig, die korrekt einzustellen. Und zwar machen wir die auf 60. Ja. Stehen mal kurz auf, machen die Spitzenlichter an. So. Dann sind wir erstmal fertig. Wir müssen. Genau. Müssen erstmal raus hier. Müssen die vorbereiten. Nicht hier dasselbe Spiel. Hier auch aufrüsten. So. Vorne verlegen. AFB, AFB. AFB, AFB. Die auch auf 60 erstmal stellen. So. Dann gehen wir wieder rüber. Setzen uns hin. Müssen hier eine Route festlegen. Und zwar machen wir ja. So, dann müssen wir in den anderen Zug gehen. Ja, wollen wir. Jetzt geht's nicht. Taste 9. Route setzen. So, steigen wieder aus. Lösen hier die Bremse. Steigen aus dem Zug.
steigen hier ein. Ja, lösen die Bremse. Wieso habe ich kein Grün? Das ist doch scheiße. Das ist jetzt Kacke. Das ist jetzt schiefgelaufen. Ich habe kein Grün. Das ist der Kack. Warum nicht? Das ist doch scheiße. Ja, das war jetzt natürlich schiefgelaufen. Machen wir es nochmal. Machen wir es nochmal. Wir sollten natürlich rot-grüne Signale haben. Aber im Prinzip wisst ihr, wie ich das meine? Da müssen wir an dem einen Zug, den wir nicht fahren, weil wir praktisch nicht drin sitzen, keine Route setzen. Und zwar müssen wir die beide hinter dem... Na, hoffentlich klappt das. Müssen wir irgendwie die Signale auf grün kriegen. Aber im Prinzip geht das. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen. Wo war sie denn jetzt da? Versuchen wir es einfach. So, das gleiche Spiel von vorne. So, B. AFB, AFB, AFB. Richtig. Genau. So, noch hat der Rot. Ach. Route setzen. Strecke finden, wo am besten keine roten Signale sind. Machen wir ein bisschen hin. So, der hat grün. Das nächste. Wieder nur ein kurzes Stück. Nur ein kurzes Stück. So. Wieder dasselbe Spiel. AFB, AFB, AFB. Falsche Taste, Mensch. So, das grün. Ach, wieso denn nicht? So, der hat grün, oder? Der hat rot. Warum? Das ist doch Kacke. Warte mal.
Wir steuern ja den nicht, wir steuern. Ob das alles? Ja, will ich. Oh, der hat grün. Das heißt, der kann losfahren. Aus dem Zug. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Setzen. Ah, wieso? Komm schon. Über unseren Zug noch ein? Was meint ihr? Ja, der eine ist über Rot gefahren, das ist das Problem. Aber so in etwa kann man das machen. Machen wir es mal auf der anderen Strecke. Moment mal, ich habe mal was vor. Und zwar gehen wir mal ein Rohr. Beispiel. Mülheim-Ruhrstürmung. Machen wir das da mal. Weil da habe ich das ja auch in diesem Teaser-Video gemacht. Da ging das eigentlich fantastisch. Machen wir dann noch mal 146. Haben wir sie denn jetzt? Nehmen wir mal zwei Leerlokomotiven. Ich glaube, das ist besser. AFB, AFB, AFB. So, der kann schon mal eine Route gesetzt bekommen. Wobei, der hat gar kein Signal, ein rotes, aber noch nicht.
Welches ist das jetzt? Der Blüte setzen. Zack. So. AFB sollten wir noch machen. Die sollte man, machen wir mal auf 55. Dann steigen aus, dann müssen wir die noch vorbereiten. Ja, erstmal. Gleich ins Spiel. Auch die machen wir an. AFB, AFB, AFB. Schalten die, wählen die auf 55 vor. Auf die setzen wir, hier setzen wir eine Route. Und zwar bis zum gleichen Punkt. Zack. So, dann würde ich sagen, müssen wir nur noch eigentlich die Spitzensignale umstellen. Auf Zugspitzensignale. Zack. Gehen rüber. Setzen die hier schon mal in Bewegung. So. Ja. So. Die muss langsam losfahren. Wir steigen aus, steigen hier ein, Tür zu schließen, ja, dann würde ich sagen, ist das das geilste Bild überhaupt, oder? Oh Lord, das ist so geil. Das gibt's ja gar nicht. In diesem Spiel ist einfach alles möglich. Na, ja, ich soll mal ein bisschen nachlegen hier. Hallo? Geht ja gar nicht. Bleibst du wohl da? Das ist so geil, das ist so geil, das gibt's doch gar nicht. Der einzige Nachteil, in der zweiten Lokomotive kannst du die kannst du halt nicht mehr kontrollieren, die kannst du nicht bremsen, kannst die AFB nicht herstellen, nichts. Also das ist halt der Nachteil. Aber so muss ich echt sagen, gefällt mir das. Ist doch einfach nur geil. Ist doch gar nicht. Die liegt leicht vorne. Aber nicht mehr lange, wir können mal ganz kurz die AFB erhöhen. Und dann gleicht sich das wieder aus. Ach, was für ein geiles Bild, Leute! Ach, geil! Das Schöne ist, es sind weit und breit keine roten Signale in Sicht. Das heißt, wir können ja endlos fahren im Moment. Solange es keine roten Signale gibt, ist alles gut. Weil die Lok, die natürlich nicht von uns gesteuert ist, die fährt natürlich gnadenlos über Rot, ist logisch, weil hier keiner bremst. Aber gerade hier im Rhein-Ober-Osten auf der Strecke Mühlheim oder auf dem Abschnitt Mühlheim-Stürum ist das so eine geile Strecke, weil das hier keine roten Signale gibt. Ihr seht es ja selber, das müssten wir eigentlich hier anhalten. Wir fahren einfach mal ein Stück weiter. Und dann teilen wir uns hier auf. Das ist zu geil, das gibt's doch gar nicht. Ist das nicht ein so geiles Bild, Leute? Das gibt's doch gar nicht.
wir mal ein bisschen in die Karte schauen. Da sind wir. Wir uns gleich nochmal wieder treffen. Also ihr seht selber, ja, die hat gleich ein rotes Signal ab. Hier ist Feierabend. Solange geht es nicht mehr gut. Ich hingegen könnte noch ein ganzes Stück fahren. Aber die ferngesteuerte Lok, sag ich mal, wird hier gleich über Rot fahren. Hier hingegen könnten noch ein ganzes Stück. Aber ja. Das ist dann halt so. Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Aber es ist definitiv möglich. Man muss das nur irgendwie hinkriegen, dass man für beide Züge oder für beide Lokomotiven die Routen setzt. Nur was halt das Problem sein wird, immer nach wie vor, dass die ferngesteuerte Lok halt nicht bremst. Das ist das Problem. Irgendwann unweigerlich an dem roten Signal ist das Szenario zu Ende. Aber es ist prinzipiell möglich, dass man zwei Züge auf einmal steuert. So, da vorne wird gleich vorbei sein. Wir können noch mal ein bisschen aufschalten hier und die mal überholen. Aber leider ist das Spiel jetzt gleich vorbei. Da vorne sind die gnadenlosen roten Signale. Und dann ist das für uns beide zu Ende. Aber es ist prinzipiell möglich. So, ich denke mal, das war's dann. So viel dazu. Ich hoffe, dieses kleine Experiment hat euch gefallen. Ihr wisst, was im TSW Sandbox freien Spiel alles möglich ist. Es ist wirklich alles möglich. Nur wie gesagt, die roten Signale stören. Aber sonst prinzipiell ist da alles möglich. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine, etwas ungewöhnliche Szenario von mir. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt mal ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dänisch Spielers. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.